Hallo zusammen. Womit auch immer ihr gerade beschäftigt seid, es ist Zeit, eine Pause einzulegen. Überlasst das Arbeiten echten Profis und schaut ihnen dabei über die Schulter. Lasst uns loslegen. Die Anspritzbegrünung sieht echt magisch aus. Was die beiden da machen? Die heißeste Pizza der Welt. Perfektionisten, aufgepasst! Das ist extra für euch. Lasst uns die Herstellungsphase des Zuckers für unser Dessert ansehen. Und uns daran ergötzen. Wie man in ihrer Firma zu sagen pflegt, das Wichtigste bei unserem Job ist es, nicht zu niesen. Wenn ihr jemals ein Paket früher als erwartet geliefert bekommen habt, bedankt euch bei ihm. Keiner der beiden hat das Recht auf einen Fehler. Ein bisschen Hightech gefällig? So in etwa wird vermutlich das Klopapier für öffentliche Toiletten hergestellt.
Okay. Hey, Kollege. Oh, Gas. Sie bräuchten statt eines Truppleiters einen Musikproduzenten. Es sieht wirklich beeindruckend aus, wie dieser Boden mit Epoxidharz beschichtet wird. Und das Ergebnis ist nicht weniger eindrucksvoll. Der technische Fortschritt ist inzwischen so weit, dass dieser Roboter kaum von Menschen zu unterscheiden ist. Und hier wurde die Produktion durch diesen Kerl automatisiert. Aber er fängt schon an, etwas zu verdächtigen. Guckt mal, wie sich die unscheinbare Aluminiumscheibe in einen stylischen Lampenschirm verwandelt. Thank you.
Er darf immer 7 Stunden 50 Minuten früher als die anderen Feierabend machen. Die Mittagspause eingerechnet. Diejenigen, die Ausstattungselemente aus Holz toll finden, sollten jetzt weggucken. Und der Rest genießt es. Das sollten sich Liebhaber von natürlichen Materialien besser nicht angucken. Der Zauberwürfel interessiert den Kerl längst nicht mehr. Die Menschen vor der Erfindung des Krans. Hättet ihr solche perfekten Kreise auch selbst mit einem Zirkel nicht hingekriegt? Wenn ihr Inspiration zum Aufräumen braucht, hier ist sie. Das ist ein Olympiasieger im Steine hüpfen lassen. If you've never seen a professional inventory counter, check this out. Gleich werden diesem Käfig die Tattoos entfernt, die er sich als Jugendlicher stechen ließ.
Das scheint nicht besonders schwierig zu sein, aber stellt euch nur vor, wie geduldig man sein muss, um jedes Luftbläschen glatt zu streichen. So werden Castella-Kuchen hergestellt, die bei jedem japanischen Fest ein Muss sind. Dem Gestrüpp wird ein stylischer Schnitt verpasst. Wenn er einen Fehler macht, müssen wir grüne Farbe holen gehen. Die Bilder machen so viel Appetit, dass man schon vom bloßen Anschauen zunimmt. Ihr habt noch nicht gesehen, wie es von innen ausschaut. Für ein perfektes Muster verwenden die Handwerker so eine Schablone. Damit geht der Prozess viel schneller. Das ist der Beweis, dass Faulheit Genialität hervorbringt. Ups, alle Aufgaben für heute sind erledigt. Gebt den fleißigen Leuten und uns für unsere Mühe einen Daumen hoch und schreibt in die Kommentare, was ihr an Fähigkeiten drauf habt. Bis bald! Du magst Filme, findest aber nicht immer ein paar freie Stunden? Dann abonniere Salziges Popcorn. Hier verraten wir dir die Plots der coolsten Filme, die du unbedingt sehen solltest. Neugierig? Dann freuen wir uns schon auf die nächste Session. Vergiss nicht, dein Popcorn mitzubringen. Viel Spaß beim Anschauen!